Wie gelangt nun ein Stück vom Spielplan auf die Bühne? Die jeweiligen Spartenleiterinnen erarbeiten zusammen mit der Intendanz und der Dramaturgie den Spielplan. Die Regien und die Rollen für Schauspielerinnen, Tänzerinnen und Sängerinnen werden geplant und vergeben. Bereits Monate vor der Premiere findet die sogenannte Bauprobe statt. Bei dieser Bühnenbesichtigung wird das Bühnenbild mit allen technischen Anforderungen besprochen. Der szenische Probenprozess für die Darstellerinnen beginnt dann mit der Konzeptionsprobe, die meist 6 bis 8 Wochen vor der Premiere stattfindet. Die ersten Wochen des Probenprozesses finden auf der Probebühne statt. Circa ein Drittel der Probenzeit probt das Ensemble dann auf der Bühne. Dies nennt man dann die Bühnenproben.